Bucuk Kalumpang. Einstmals lebte ein Bauer. Weil er kein vermögender Mann war, ging er, wenn er sein Zaba fertig bearbeitet hatte, häufig in die Stadt, um eine Arbeit als Lastträger zu finden und so sein geringes Einkommen aufzubessern. Außer einem Stück Feld, das nicht groß genannt werden konnte, besaß der Bauer ein Haustier, das er sehr liebte und sorgfältig und gut pflegte. Das Haustier war aber kein Büffel oder Rind, das ihm helfen konnte, wenn er den Boden bestellte, sondern ein Kampfhahn. Dieser Hahn war von großer Statur und hieß Djeluk. Entsprechend seinem Wuchs aß der Hahn sehr viel. Neben Bruchreis und Mais liebte er auch Fleisch. Einmal in der nahrungsknappen Zeit, als alle auf die Ernte warteten und es im Dorf keine Arbeit gab, sagte der Bauer zu seiner Frau: »Frau, jetzt gibt es hier nichts mehr zu tun. Ich will in die Stadt, um dort Arbeit zu suchen. Vielleicht kann ich als Lastträger arbeiten und so gut ich kann etwas Geld verdienen.« Zu dieser Zeit war seine Frau gerade mit ihrem ersten Kind schwanger. Ihre Schwangerschaft dauerte schon 9 Monate und ging in den 10. Die Zeit ihrer Niederkunft war also fast gekommen. Deshalb versuchte ihn seine Frau vom Weg in die Stadt zurückzuhalten. »Bleib doch hier im Haus, Kack«, sagte seine Frau. »Denk doch an das Kind, das noch in meinem Schoß ist.« Aber der Bauer blieb fest bei seinem Entschluss. »Gib Acht«, erwiderte er. »Ich denke wohl an das Kind in deinem Schoß, aber ich muss in die Stadt gehen. Hier gibt es nichts für das Kind, das auf die Welt kommen wird. Wir beide haben schon sehr wenig zu essen. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich vielleicht etwas für den Säugling verdienen.« Obwohl die Frau die Erwägungen, die der Bauer vorbrachte, verstand, weinte sie und versuchte beharrlich, ihren Mann vom Weggehen abzuhalten. »Wie es auch sei, ich muss in die Stadt gehen«, erwiderte der Mann viele Male. »Aber was geschieht, wenn der Säugling vor deiner Rückkehr zur Welt kommt, Kakak?« fragte die Frau unter Tränen. Der Bauer überlegte eine Weile und sah dann seine Frau an. »Solltest du niederkommen, während ich noch in der Stadt bin, dann achte gut auf meinen Befehl«, sagte er. »Wenn der Säugling ein Junge ist, erziehe ihn gut und sei nicht gleichgültig. Achte, dass er gesund ist und schnell groß wird. Wenn es aber ein Mädchen ist, musst du das Kind sogleich töten. Sein Fleisch und die Nachgeburt gibt Djeluk zu fressen. Mädchen sind wirklich zu nichts zu gebrauchen. Sie können uns nicht die geringste Hilfe geben. Ja, sie vergrößern sogar die Last unseres Lebens. Anders ist es mit Jungen. Ein Junge kann arbeiten, mir helfen, wenn er groß geworden ist.« Die Frau blickte ihn durchdringend an, während in ihren Augen das Wasser stand. Ihre Tränen flossen immer heftiger. Sie hatte Angst, dass das Kind, das sie im Schoß trug, ein Mädchen werden könnte. Aber ihr Mann blickte sie mit einem so zwingenden Blick an, dass es ihr nur möglich war, mit dem Kopf zu nicken und zuzustimmen. »Gut, Kack«, sagte sie. Ihre Stimme war schwach. Als der Bauer die Antwort seiner Frau vernahm, war er zufrieden. Früh am nächsten Morgen, als es noch stockdunkel war, stand er auf und machte sich auf den Weg in die Stadt, um Arbeit zu suchen. »Gib Acht auf den Weg, Kack«, sagte seine Frau betrübt. Einige Tage waren vergangen, da kam der Augenblick, zu dem die Frau das Bauern gebären sollte. Eine alte Frau, die allein im Wald lebte, half ihr dabei. Die alte Frau kam häufig, um gebärenden Frauen beizustehen. Sie war wirklich ein Mensch mit einer glücklichen Hand, denn im Allgemeinen kamen die Kinder,
die von ihr gehoben wurden, gesund zur Welt. So begar auch die Frau des Bauern sicher. Ihr Säugling war gesund. Dennoch war die Frau, die soeben Mutter geworden war, sehr niedergeschlagen. Sie sah traurig aus. »Sieh nur«, sagte die Hebamme zu ihr, »der Säugling ist vollkommen gesund. Sicher wird er einmal schön. Warum bist du denn so traurig? Es ist nicht gut, nach der Niederkunft traurig zu sein.« Die alte Frau glaubte, die soeben niedergekommene Frau sei traurig, weil ihr Mann sie allein gelassen hatte. Sie tröstete sie mit sanfter Stimme. »Sei nicht traurig. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass Frauen Kinder bekommen. Wenn auch der Ehemann dabei ist, so kann er doch nicht viel tun. Und wenn das Kind gesund auf der Welt ist, was ist dann noch betrüblich? Es dauert nicht mehr lange, und dann wird bestimmt der Vater des Kindes nach Hause kommen und viel Geld mitbringen. Hör nur, das Kind weint sehr laut. Hoffentlich wird es kein so zänkisches Weib, wie ich es bin.« Die alte Frau versuchte mit Scherzen das Herz der Frau, der sie geholfen hatte, aufzuheitern. Aber anstatt fröhlich zu werden, wurde das Gesicht der Jungfrau noch trauriger. Je mehr sie sprach und das neugeborene Mädchen lobte, umso mehr flossen die Tränen des frisch entbundenen Mutter. »Wahei, was lässt denn meine Tochter so bedrückt sein, weil sie ein Kind geboren hat?« fragte schließlich die alte Frau. Die Frau des Bauern lag erschöpft auf dem Rücken. Ihre ganze Kraft war bei der Geburt verbraucht worden. Jetzt war sie wieder von ihrer inneren Angst befallen, war schwach und hilflos. Als sie aber die Frage der alten Frau, die ihr zugetan zu sein schien, wahrnahm, öffnete sie ihre Augen. Sie sah ein verrunzeltes Gesicht voller Mitgefühl. Es gab niemanden sonst, dem sie ihre Besorgnis mitteilen konnte, und die Anwesenheit der alten Frau, die ihr bei der Geburt geholfen hatte, bedeutete ihr viel. Deshalb berichtete sie mit gebrochener Stimme der alten Frau, die sie entbunden hatte, ununterbrochen von tiefen Atemzügen und die Brust beklemmten Seufzern, von ihrer Betrübnis und ihrem Seelenzustand, als sie gesehen hatte, dass das von ihr geborene Kind ein Mädchen war. Sie erzählte ihr auch von dem Befehl, den ihr Mann gegeben hatte, bevor er aufgebrochen war. »Wie kann ich das Kind, das ich getragen und aus meinem eigenen Körper herausgelassen habe, töten? Mein erstes Kind«, klagte die Frau des Bauern, nachdem sie alles berichtet hatte. »Wie kann ich es über mein Herz bringen, das Fleisch des Kindes, das von meinem Blut stammt, zu Hühnerfutter zu zerschneiden?« Die Hebamme war von dem Bericht der Jungfrau, der sie geholfen hatte, vor Bestürzung wie betäubt. Noch nie hatte sie eine solche Geschichte gehört. Dieser Bauer brachte so etwas wirklich übers Herz, wollte sein erstes Kind unter die Erde bringen. »Was soll ich denn jetzt tun?« fragte die frisch entbundene Frau weiter. »Ich kann unmöglich das Kind, das ich selbst getragen habe, töten. Was aber soll ich meinem Mann sagen, wenn er zurückkommt? Wenn er sieht, dass das Mädchen noch lebt, wird er bestimmt töten und selbst Djeluk das Fleisch geben.« Ihre Rede war von Seufzern und Tränenströmen, die ihren starken Kummer zeigten, begleitet. »Verzweifle nicht, mein Kind«, sagte die alte Frau, wobei sie das Haar der frisch Entbundenen streichelte. »Es ist besser, ich nehme dein Kind ins Haus und werde es aufziehen, bis es groß ist, damit es von dem Messer deines Vaters unversehrt bleibt. Für Djeluk reicht es, wenn wir ihm die Nachgeburt und die Nabelschnur geben. Was soll ich aber sagen, wenn mein Mann nach Hause kommt und nach dem Kind fragt? Sag ihm nur, das Kind sei getötet und sein Fleisch Djeluk gegeben worden. Djeluk weiß bestimmt nicht, dass er nur die Nachgeburt und die Nabelschnur gefressen hat.« Als die Frau des Bauern die Worte der alten Frau hörte,
wurde sie ruhiger. Zwar flossen ihre Tränen jetzt noch stärker, aber es waren keine Sorgentränen mehr, sondern Tränen der Freude. Sie ergriff die Hand der alten Frau und führte sie an ihr Gesicht. Immer wieder küsste sie als Zeichen ihres grenzenlosen Dankes. »Vielen Dank, Mag, vielen Dank«, sagte sie voller Ergriffenheit. Auch die alte Frau konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie flossen und strömten über ihre verrunzelten Wangen. Für eine Weile schwiegen die beiden. Früh am nächsten Morgen kehrte die Alte wieder zurück in ihr Haus mitten im Wald. Sie ging gebückt und presste ihre warme Brust an das Bündel, das sie trug. In dem Bündel schlief das frisch geborene Kind des Bauern. Weil es in dicke Tücher eingewickelt war, spürte es nicht die kalte Luft, die in die Knochen drang. »Weine nicht, Putschuk Kalumpang«, sagte die Alte flüsternd zu dem Säugling, dem seine Mutter noch in der Nacht diesen Namen gegeben hatte. »Schlaf nur. Möge deine Mutter, die du verlassen hast, wieder froh werden.« Als der Tag zum Abend wurde, kam die alte Frau, die Putschuk Kalumpang trug, erst zu ihrer Hütte, die weit ab von den Nachbarn lag. Sie säuberte das Haus und steckte die Lampe an. Dann legte sie den Säugling hin und suchte unter ihren Vorräten nach Honig, den sie dem bereits hungrig gewordenen Kind fütterte. Als das Kind von dem Honigtrank satt war, schlief es wieder ein. Die Frau liebte Putschuk Kalumpang, die ein so unglückliches Los hatte, sehr. Jeden Tag und jeden Abend hätschelte sie es mit einem sanften Gesang. »Mein Liebling, ich wiege dich bei den Glühwürmchen. Mein Liebling, ich wiege dich und sie leuchten. Am Tage sei fröhlich, in der Nacht sei still.« Jeden Morgen, bevor sie es mit lauwarmem Wasser wusch, hätschelte sie es ebenso fröhlich. »Lelengenkung, Lelengenkung, mein Liebling, werde schnell groß, hilf schnell deiner eigenen Mutter, dass dies unglückliche Los nicht andauert.« So wurde Putschuk Kalumpang jeden Tag von der alten Frau voller Liebe gehätschelt. Von Tag zu Tag wurde sie größer. Ihr Körper wuchs schnell und sie war gesund. Sie schlief viel, sie aß viel und sie weinte auch viel. Aber sie war nicht ungezogen und ihre Ziehmutter liebte sie immer mehr. Als sie dann heranwuchs, lernte sie von ihrer Ziehmutter viele Geschicklichkeiten. Von dem Bauern, der damals nach getaner Arbeit in die Stadt gegangen war, wird erzählt, dass er wieder nach Hause ins Kampong zurückkehrte. Er kam freudigen Herzens zurück, denn in seiner Tasche war viel Geld. Er dachte an seine Frau, die schwanger gewesen war. »Ah, hat sie schon das Kind zur Welt gebracht?«, fragte er sich. Als er zu Hause ankam, sah er, dass der Bauch seiner Frau wieder glatt war. Sie hatte also schon geboren. Sogleich fragte er sie, »Ist unser Kind schon geboren?« »Ja, ist es.« »Wo ist es?« Seine Frau senkte den Kopf und antwortete dann, »Es ist schon tot. Hast du, Kack, nicht vorher gesagt, es solle getötet werden, wenn es ein Mädchen ist?« Der Bauer nickte mit dem Kopf. »Hast du sein Fleisch schon Jeluk gegeben?« »Habe ich«, antwortete seine Frau, wobei sie wieder den Kopf senkte. Als der Bauer die Worte seiner Frau hörte, freute er sich. Er glaubte ihr und war zufrieden. »Schön«, sagte er. Dann ging er zum Stall seines geliebten Hahnes. Sogleich ergriff er ihn und liebkoste ihn. Innig streichelte er seine Flügel. Jeluk freute sich sichtlich, seinen Herrn wiederzusehen. Hell krähte er, »Blak, Blak, Kukuriuk, das Fleisch des Säuglings war gelogen. Nur die Nachgeburt habe ich gegessen,
nur die Nabelschnur!« Der Säugling verschwand im Morgengrauen. Die alte Frau kennt keine Zurückhaltung. Als der Bauer dieses Krähen seines geliebten Hahnes hörte, stieg sein Zorn hoch. Er machte sich auf und suchte seine Frau. Sogleich, als er sie traf, schrie er sie wütend an. »Du hast mich belogen, ja?« Seine Frau erschrak sehr, als sie die großen Augen ihres Mannes sah. Sie dachte an ihre Lüge. »Djuluk hat es ihm bestimmt gesagt«, sagte sie zu sich. Ihre Knie zitterten. Sie antwortete überhaupt nichts. »Rede«, hörte sie den Bauern weiter schreien. Seine Stimme war noch härter geworden. »Sag mir, wo das Kind jetzt ist.« Aber seine Frau antwortete immer noch nicht. Nur ihre Tränen flossen in Strömen. Als der Bauer sah, dass seine Frau nicht antworten wollte, wurde er noch zorniger. Er streckte seine Hand aus und riss mit Macht an ihren Haaren. Während er an den Haaren zog, schüttelte er sie heftig hin und her. Vor Schmerz schrie seine Frau auf und bat ihn um Gnade. »Rede! Wo ist das Kind jetzt? Lass mich los, dann werde ich es dir sagen.« Als der Bauer die Frau hörte, ließ er von seinem Zerren ab. Als ihr Haar frei war und nicht mehr gezerrt wurde, antwortete die Frau mit einer von Seufzern unterbrochener Stimme. Das Kind, ich habe es ausgesetzt. Im Wald, ich weiß nicht, wo es ist. Lügnerin, wirklich? Suche es, solange bis du es findest. Wenn nicht, wirst du selbst von mir getötet und als Fraß für Djuluk zum Essen zerschnitten werden.« Die Frau des Bauern fürchtete, von ihrem Mann getötet zu werden. Aber sie liebte ihr Kind. Sie wollte den Bauern das Versteck ihres Kindes nicht zeigen. Sie war verzweifelt. Wenn sie ihren Mann selbst in den Wald gehen und suchen ließ, so fürchtete sie, werde er am Ende noch das Versteck finden. Und wenn er das Versteck fand, war es ihr unmöglich, ihrem Kind zu helfen. »Geh sofort los! Suche, bis du es gefunden hast«, hörte sie ihren Mann sagen. Sie stand auf, während ihre Augen überliefen. Hastig machte sie sich zum Wald auf. Nach einiger Zeit kam sie dort an. Aber sie suchte das Haus der alten Frau, der sie Putschukkalumpang anvertraut hatte, nicht auf. Sie setzte sich nur unter einen Schattenbaum und weinte ohne Unterlass. Immer wieder starrte sie in die Ferne. Ihre Augen liefen über und waren ganz rot, während ihre Wangen im Wasser der Tränen badeten. Dann bedeckte sie ihr Gesicht mit beiden Händen und jammerte und weinte. Dies tat sie bis zum Nachmittag. Als es fast Abend geworden war, kehrte sie wieder nach Hause zurück. Dort sprach sie sogleich ihren Mann an. »Wo ist das Kind?« Während sie versuchte, sich so gut sie konnte zu beherrschen, antwortete sie ruhig: »Ich habe überall vergeblich gesucht. Ich habe vergessen, wo ich es früher zurückgelassen habe.« Aber ihr Mann wollte ihr nicht glauben. »Lügnerin«, schrie er wütend, »du lügst! Geh wieder zurück, suche, bis du es findest. Mein Hahn Djuluk ist hungrig und will Fleisch fressen.« »Aber Kack, es ist doch schon Abend.« »Morgen musst du wieder suchen.« Am nächsten Morgen brach die Frau des Bauern wieder zum Wald auf. Aber wie gestern suchte sie nicht nach ihrem Kind. Sie saß nur in Verzweiflung und Kummer, grübelnd und traurig da. Verzweifelt, weil sie nicht wusste, wie sie tun sollte. Bekümmert, weil sie fürchtete, ihr Mann könnte selbst nach Putschukkalumpang suchen. Bekümmert, ihr Mann könnte ihr Kind finden. Als der Tag in den Nachmittag übergegangen war, kehrte sie zurück. Ihre Schritte waren langsam und erschöpft. Sie hatte keine Kraft mehr. Ihre Wege in den Wald hatten ihre Körperkraft geschwächt. Zudem schwächte der Orkan,
der in ihrem Inneren tobte, auch ihre Seele. Zu Hause traf sie ihren Mann dabei an, wie er Dutzende von Messern wetzte. Die Messer, die er bereits gewetzt hatte, blinkten vor Schärfe und funkelten hell. Sie wunderte sich sehr über das Tun ihres Mannes. »Wofür wetzt du so viele Messer, Kakak?« Ihr Mann blickte sie zornig an. »Du kehrst wieder mit leeren Händen zurück«, antwortete er heftig. »Ich habe die Messer schon gewetzt, um das Fleisch dieses Kindes zu zerschneiden. Aber du hast es nicht mitgebracht. Du bist eine Frau, die nicht weiß, was sich gehört. Kak, ich bin im ganzen Wald umhergelaufen und habe den Ort gesucht, an dem ich damals den Säugling ausgesetzt habe. Aber als ich den Platz wiederfand, war der Säugling nicht mehr da. Vielleicht ist er schon tot, gefressen von einem Tiger oder anderen wilden Tieren«, erwiderte seine Frau erschöpft und hoffte, ihr Mann werde nachgeben, seinen herzlosen Plan vergessen. Aber der Bauer wollte ihr nicht glauben. »Du wagst es, mich zu belügen, ja?« schrie er zornig und drohte ihr mit einem Messer. »Siehst du nicht dieses scharfe Messer? Wenn der Säugling tatsächlich von einem Tiger gefressen wurde, musst du den Tiger fangen, der ihn erbeutet hat. Wenn nicht, werde ich dein eigenes Fleisch für Djuluk zum Essen zerschneiden. Kak, denke doch noch einmal daran, dieses Kind ist unser Kind«, erwiderte da seine Frau mit von Trauer gebrochener Stimme. »Sieh einmal an, da ist der Säugling wohl doch noch nicht von einem Tiger gefressen worden, hä? Du bist wirklich eine Lügnerin, wie soll ich nur deinem Geschwätz glauben?« sagte der Mann feixend. »Morgen gehst du wieder in den Wald und suchst, bis du ihn gefunden hast.« Am nächsten Morgen ging die Frau des Bauern wieder in den Wald. Diesmal setzte sie sich nicht einfach unter einen Baum, um ihr Schicksal zu beklagen, sondern ging zu dem Haus der gutherzigen alten Frau. Sie sehnte sich selbst nach ihrem Kind, das sie in dem Schoß getragen hatte. Dennoch war ihr Herz gebrochen. Den ganzen Weg über schossen ihr die Tränen, ohne einmal zu versiegen. In der Zwischenzeit war Putschukalumpang herangewachsen. Die alte Frau hatte ihr einen Baumwollkeimling gegeben und sie hatte ihn im Garten beim Haus eingepflanzt. Aus Furcht, Tiere könnten eindringen, stand um das Haus und den Garten ein sehr hoher Zaun. Als die Frau des Bauern kam, trug die von Putschukalumpang gesetzte Baumwolle bereits Blätter. Außer vor dem Zaun rief die Frau nach Putschukalumpang. Ihre Stimme zitterte vor Trauer und sie sagte: »Putschukalumpang, Putschukalumpang, komm schnell zurück. Dein Vater ist jetzt da. Er hat eine Halskette mitgebracht, ein Ohrgehänge und ein Armband, ein goldenes Hüfttuch, Nadeln und Ohrringe.« Als Putschukalumpang diesen Ruf hörte, befragte sie ihre Ziehmutter. »Das ist die Stimme deiner leiblichen Mutter«, antwortete die alte Frau Putschukalumpang. »Antworte ihr.« »Warte, Mutter«, erwiderte da Putschukalumpang laut, »ich habe gerade Baumwolle gepflanzt und sie hat erst zwei Blätter. Geh du schon vor.« Weil Putschukalumpang nicht mit ihr zusammen zurückkehren wollte, ging die Frau des Bauern alleine nach Hause. Als ihr Mann sie ohne ihr Kind kommen sah, wurde sein Zorn immer größer. »Belüg mich nicht wieder«, sagte er, bevor seine Frau eine Gelegenheit hatte, überhaupt etwas zu sagen. »Was auch immer du als Begründung angibst, ich glaube es dir nicht. Geh und such wieder so lange nach dem Kind, bis du es findest.« Mit welchen Worten seine Frau ihn auch zu umschmeicheln suchte, der Bauer wollte auf keinen Fall seine Absichten ändern. Er achtete nicht auf die Tränen und Schmeicheleien seiner erschöpften Frau. Er beharrte fest auf seinen Plan, ihr Kind Djuluk zu geben. Jeden Tag
waren die Messer, die er wetzte, schärfer und zahlreicher geworden. Am nächsten Morgen ging die Frau des Bauern wieder los, um Puchuk Kalumpang abzuholen. Am Zaun vor dem Haus der Hebamme angekommen, rief sie: »Puchuk Kalumpang! Puchuk Kalumpang! Komm schnell zurück! Dein Vater ist jetzt da. Er hat eine Halskette mitgebracht, ein Ohrgehänge und ein Armband, ein goldenes Hüfttuch, Nadeln und Ohrringe.« Als Puchuk Kalumpang das hörte, antwortete sie von innen: »Gedulde dich, Mutter! Ich habe gerade Baumwolle gepflanzt. Jetzt hat sie erst 4 Blätter. Geh du schon vor.« So schob Puchuk Kalumpang den Ruf ihrer Mutter, nach Hause zu kommen, immer wieder auf. Angefangen damit, dass ihre Baumwolle erst 2 Blätter hatte, dann 4, dann 6, dann 8 und so fort, bis sie blühte und Frucht trug. Die Früchte waren sehr groß. Als sie dann trocken waren, sprangen sie auf und schwankten, vom Wind bewegt, prächtig weiß hin und her. Als sie dann richtig trocken war, pflückte Puchuk Kalumpang die Baumwolle ab. Danach zerrupfte und trocknete sie sie. Bevor sie sie dann verspann, entfernte sie erst die Samen. Als die Baumwolle vollständig versponnen war, begann sie zu weben. Jedes Mal, wenn ihre Mutter kam, stand sie immer außen vor dem Zaun, rief nach Puchuk Kalumpang und forderte sie auf, heimzukehren. Und immer, wenn sie den Ruf ihrer Mutter hörte, bat Puchuk Kalumpang um einen Aufschub. So bat sie wieder um einen Aufschub, als ihre Mutter nun kam und sie zum Heimgehen aufforderte, während sie gerade webte. »Geh schon vor, Mutter, ich webe gerade einen Sarong für den Vater. Wenn er fertig ist, werde ich bestimmt mit nach Hause gehen.« Als sie diese Antwort hörte, kehrte ihre Mutter zurück. Sie konnte schon nicht mehr weinen. Ihre Tränen waren versiegt, ihre Augen waren rot. Sie konnte schon fast nicht mehr zum Sehen gebrauchen, weil sie ununterbrochen Tag und Nacht geweint hatte. Als sie dann wieder zu Hause angelangt war, sagte sie sogleich zu ihrem Mann: »Puchuk Kalumpang kann jetzt noch nicht zurückkommen. Sie webt gerade ein Sarong für ihren Vater. Sieh nur, wie sie dich liebt, ihren unglückseligen Vater, der sie töten will.« Der Bauer wollte nicht hinhören. Er war zornig. »Ich brauche keinen Sarong«, schrie er wütend. »Was ich brauche, ist das Kind selbst, um es meinem Hahn Jeluk zu essen zu geben. Wenn nicht, werde ich deinen Hals abschneiden.« Die Frau des Bauern ging wieder zurück, um Puchuk Kalumpang zu holen. Als sie vor dem Zaun ankam, rief sie wie gewöhnlich nach ihrem Kind: »Puchuk Kalumpang! Puchuk Kalumpang! Komm schnell zurück! Dein Vater ist jetzt da. Er hat eine Halskette mitgebracht, ein Ohrgehänge und ein Armband, ein goldenes Hüfttuch, Nadeln und Ohrringe.« Dieses Mal war Puchuk Kalumpang mit dem Weben fertig. Der Sarong für ihren Vater, an dem sie gearbeitet hatte, war gemacht. Er war sauber und gefertigt und leuchtend weiß. Puchuk Kalumpang antwortete: »Komm, Mutter, jetzt gehen wir nach Hause. Der Sarong, den ich für den Vater gewebt habe, ist nun fertig.« Nachdem sie sich von der alten Frau verabschiedet hatte, die sie mit Tränen gefüllten Augen ansah, kehrte Puchuk Kalumpang gemeinsam mit ihrer Mutter zurück. Sie ging voran und trug den Sarong für ihren Vater unter dem Arm. Ihre Mutter ging hinterher. Während sie so gingen, beobachtete sie die gewandt dahinschreitende Puchuk Kalumpang. Wie schön war dieses Kind! Aber wie unglücklich war sein Los. Die Mutter dachte an das Schicksal, das das Kind treffen sollte, und konnte ihre Trauer nicht mehr zurückhalten. Aber sie wollte das Kind nichts von ihrem Herzleid wissen lassen, und so sprach sie kein einziges Wort. Als sie zu Hause angekommen waren, sagte die Frau des Bauern zu ihrem Mann: »Das ist unser Kind.
Kutschuk Kalumpang. Sie ist jetzt zurückgekommen. Die Messer, die der Bauer gewetzt hatte, zählten inzwischen zu Dutzenden. Rein schimmerte ihre Schärfe. Aus den Dutzenden von Messern hatte der Bauer eine hohe Leiter gebaut. Alle ihre Stufen waren Messer. Messer, die scharf gewetzt worden waren. Als er Putschu Kalumpang herbeikommen sah, zeigte der Bauer sogleich auf die Leiter, die er gemacht hatte. »Was wollt ihr mit mir machen, Vater?« fragte Putschu Kalumpang. »Schwatz nicht«, antwortete ihr Vater. »Vater, hier ist der Sarong, den ich für euch gewebt habe«, sagte jetzt Putschu Kalumpang, wobei sie ihm das Gewebe, das sie getragen hatte, gab. Der Bauer streckte seine Hand aus und nahm das Tuch von seinem Kind. Dann breitete er es unter der scharf blitzenden Messerleiter aus. Djeluk hatte er schon vorher am Fuß der Treppe niedergesetzt. Als der Hahn seinen Herrn kommen sah, krähte er: »Blak, blak, Kukuriuk! Das Fleisch des Säuglings war gelogen. Nur die Nachgeburt habe ich gegessen, nur die Nabelschnur. Der Säugling verschwand im Morgengrauen. Die alte Frau kennt keine Zurückhaltung.« Als sie das Krähen des Hahnes hörte, zitterte der Frau des Bauern die Knie. Ihr Schmerz wurde immer größer. Putschu Kalumpang stand wie betäubt vor der Leiter. »Warum stehst du so da?« fragte ihr Vater. »Steig auf die Leiter, schnell!« Putschu Kalumpang zögerte. Ihre Mutter konnte es nicht aushalten, diesen schmerzlichen Anblick zu sehen. Aber sie beobachtete, wie ihr Mann Putschu Kalumpang zornig anblickte, und sie sagte: »Mein Kind, mein liebes, geliebtes Kind, mein Kind Putschu Kalumpang, zögere nicht, schwanke nicht, steig diese hohe Leiter empor, deren Sprossen glänzen.« Als Putschu Kalumpang die Worte ihrer Mutter hörte, folgte sie. Sie hob ihren Fuß, um auf die ersten scharfen Messern gefertigten Sprossen zu treten. Als sie auf die erste Sprosse trat, wurde ihre Fußsohle durchschnitten. Heftig strömte das Blut heraus. Als Putschu Kalumpang sah, wie das rote Blut ihr Fußgelenk benetzte, fragte sie ihre Mutter: »Mutter, was ist da so Rotes an meinem Fuß?« »Ein goldener Fußreif, mein geliebtes Kind, den dein Vater aus der Stadt gebracht hat«, antwortete die Mutter, wobei sie ihre Betrübnis nicht zurückhalten konnte. Putschu Kalumpang kletterte weiter. Jetzt wurden ihre Knie durchschnitten. Das rote Blut benetzte die Knie und die Schenkel. Sie fragte wieder: »Mutter, was ist das Rotes an meinem Knie?« »Ein goldenes Knieband, mein geliebtes Kind, das dein Vater für dich in der Stadt gekauft hat.« Putschu Kalumpang kletterte weiter, bis ihre Hüften zerschnitten waren. Wieder fragte sie ihre Mutter: »Mutter, was ist das Rotes an meiner Hüfte?« antwortete ihre Mutter: »Dies ist ein goldenes Hüfttuch, mein Kind, von deinem Vater aus der Stadt mitgebracht.« Putschu Kalumpang stieg weiter auf die höheren Sprossen. Jetzt wurde ihre Brust durchschnitten, aber noch konnte sie fragen: »Mutter, was ist das Rotes an meiner Brust?« »Dies ist die goldene Nadel, die dein Vater in der Stadt gekauft hat, mein geliebtes Kind.« Dann stieg Putschu Kalumpang höher auf die Sprossen. Ihr Hals wurde durchschnitten. Aber noch fragte sie ihre Mutter: »Mutter, was ist das Rotes an meinem Hals?« »Dies ist die goldene Kette, mein Kind, die dein Vater aus der Stadt gebracht hat.« Da fiel der Kopf von Putschu Kalumpang nach unten, genau auf das Tuch, das sie selbst gewebt hatte. Dort pickte Djeluk gierig und ohne Unterlass. Den ganzen Körper von Putschu Kalumpang hatte er gefressen. Nur noch das rote Blut näßte das leuchtend weiße Gewebe. Der Bauer fühlte sich zufrieden, als er sah, wie sich sein Hahn satt gefressen hatte.
Er nahm ihn auf und streichelte ihn liebvoll. Als Djeluk spürte, wie er von seinem Herrn verwöhnt wurde, krähte er: »Blak, blak, kukurjuk! Das zarte Fleisch hat meinen Bauch gesättigt. Die jungen Knochen waren rot und voller Mark. Blak, blak, kukurjuk!« Mit zufriedenen Schritten brachte der Bauer jetzt Djeluk fort und setzte ihn in seinen festen, starken Käfig. Als die Frau des Bauern sah, dass ihr Mann weggegangen war, hob sie die übrig gebliebenen Knochensplitter auf und packte sie in das Tuch, das von dem jetzt gerinnenden Blut feucht war. Ihr Herz war völlig gebrochen. Das zusammengerollte blutige Tuch, von ihrem Kind selbst gewebt, trug sie in den Wald. Dort begrub sie es gut, und ihr Grab unterschied sich nichts von einem richtigen Grab. Der Herrscher, der in diesem Land regierte, war ein junger, stattlicher Mann, der noch keine Gemahlin besaß. Schon häufig hatte ihn seine Höflinge umschmeichelt, er möge eine Herrscherin nehmen. Es gab viele Töchter an anderer Herrscher, die schön waren. Aber er wollte diese Vorschläge nicht anhören. Immer wehrte er ab. Er wollte eine Gemahlin haben, die gehorchsam und treu war. Seit einiger Zeit nun war der Herrscher sichtlich niedergeschlagen, so dass die Würdenträger verzweifelten. In der Audienzhalle gab er kaum mehr Befehle. In seinen Räumen wurde er zum Schweiger. Der Palast, der gewöhnlich durch feste und herzfreuende Musik belebt war, war schon seit geraumer Zeit still und verlassen. Als er bereits zu wiederholten Male auf zurückhaltende Art befragt worden war, wolle der Herrscher sein Herzensgeheimnis schließlich dem Mamanda Mankumbi, der bereits ein hohes Alter hatte und als Weise bekannt war, eröffnen. »Der Grund, warum ich seit einiger Zeit so niedergeschlagen bin«, sprach der Herrscher langsam, »ist dieser. Ich habe seit einiger Zeit jede Nacht einen Traum, in dem mir ein unvergleichlich schönes Mädchen begegnet. Sie sieht totenblass und blutleer aus und blickt mich an, als ob sie von mir erwarte, dass ich ihr aus einem Unglück, das sie betroffen hat, helfe.« »Verzeiht, mein Herr«, sprach da der Mamanda Mankumbumi, ehrerbietig, »aus welchem Land stammt die Prinzessin denn, von der ihr Herr träumt?« »Dies ist es, was mich da nachdenklich macht«, erwiderte der Herrscher. »Die Prinzessin blickt mich nur mit um Erbarmung bittenden Augen an. Kein einziges Wort redet sie dabei. Mit keiner einzigen Bewegung ihrer Hände bittet sie. Aber aus allem, besonders aus ihrem Blick, ist es mir, als ob sie in einer sehr großen Bedrängnis sei und mich rufe und meine Hilfe bitte.« »Wenn es so ist«, sprach da der Mamanda Mankubumi ehrerbietig, »braucht ihr nicht weiter nachzudenken. Es ist sicherlich nur ein Traum, wie er im Schlaf blüht, kein Traum mit einem bestimmten Zeichen. Aber dieser Traum kommt immer wieder, jede Nacht. Es gibt keine Nacht, die so vorbeigeht. Nie schlafe ich, ohne die Prinzessin mit einem weißen Schleier zu sehen, wie sie mich totenblass mit einem erbarmungsheischenden Blick ansieht. Wahai, was soll ich tun, Mamanda Mankumbumi?« »Glaubt eurem Diener, Herr«, erwiderte der Mankumbumi, »dieser Traum ist lediglich eine Blüte eures Schlafes. Was heißt schlafen, wenn man nicht träumt? Deswegen denkt nicht so sehr nach, Herr. Besser, ihr vergesst es. Zum Beispiel mit Freude und Vergnügen. Warum befehlt ihr nicht, die Musikinstrumente klingen zu lassen? Oder die Tänzer die prachtvolle Schönheit ihrer Bewegung vor euch zeigen zu lassen? Oder warum geht ihr nicht zur Jagd her und vergesst den Traum, der eure Gedanken verwirrt, im Wald bei der Verfolgung von Wildschwein und Hirsch?« Der Herrscher grübelte eine Weile, dann sprach er: »Euer Vorschlag, Mamanda, ist wirklich klug. Es ist besser, wir gehen auf die Jagd. Befehlt den Jägern, sich fertig zu machen. Morgen gehen wir zur Jagd.« Nachdem der Mankumbumi diesen Befehl erhalten hatte, verabschiedete er sich.
Sehr früh am nächsten Morgen brach der Herrscher in Begleitung der Würdenträger und Jäger auf. Obwohl der Makumbumi schon im fortgeschrittenen Alter war, war er nicht bereit, seinen Herrn ohne seine Führung in den Wald gehen zu lassen. Immer befand er sich an der Seite des Herrschers. Sein Pferd war schneeweiß, während das des Herrschers ein makelloses Schwarz zeigte. Die beiden spornten ihre Pferde und ritten zum Wald hin. Hinter ihnen folgten Dutzende von anderen Pferden, auf denen die Würdenträger und Jäger ritten. Durch die Jagd, die Verfolgung des flinken Hirschs und des mächtigen Wildbüffels besserte sich die Betrübnis des Herrschers sehr. Schon viele Tiere waren zusammengebrochen. Das Herz des Herrschers freute sich mehr und mehr. Immer tiefer drangen sie in den Wald ein. Als der Tag schon in die Nacht Mittag überging, gelangte der Herrscher in einen Teil des Waldes, der nicht so dicht war. Durch die den ganzen Tag andauernde Jagd fühlte sich sein Körper schon ermattet und er befahl seinen Begleitern anzuhalten. Da eilte an den Herrscher ein sehr flinker Hirsch vorbei und er spornte sein Pferd, um ihm nachzujagen. Der treue Makumbumi folgte ihm. Der Hirsch war wirklich flink. Als der Jäger immer länger dauerte, wurde er nicht schwächer, sondern noch schneller. Der Herrscher aber wurde immer verdrossener. Denn je länger es dauerte, umso weiter ließen sie ihre Begleiter zurück. Der Hirsch lief so rasch wie ein vom Bogen geschnellter Pfeil. Nur flüchtig war er zu sehen. Das kräftige und gute Pferd des Herrschers war machtlos. Als sie zu einem Bambusgebüsch unter einem schattigen Baum kamen, verschwand der Hirsch in einem Gestrüpp. Der Herrscher verlor die Spur. Er ritt immer wieder suchend im Kreis, um sie wiederzufinden, aber vergeblich. Schließlich gab er Herrscher auf. Er stieg von seinem Pferd, um im Schutze des schattigen Baumes auszuruhen. Der Tag war heiß, die Luft glühte, sein Körper war ermattet. Der Makumbumi folgte dem Vorbild seines Herrn. »Wohin ist der Hirsch nur verschwunden?«, fragte der Herrscher unwirsch. Nachdem er eine Weile dagesessen hatte, stand er wieder auf. Sein Pferd war an einem Baum festgebunden und fraß von dem sich grün ausbreitenden Gras. Das Pferd war sichtlich hungrig. Der Herrscher ging jetzt vorsichtig umher und suchte hier und dort, ob sich der Hirsch nicht hinter dem Gebüsch in der Nähe versteckt hielt, aber vergeblich. »Hä, was für ein Grab ist das?«, sagte er plötzlich erstaunt, als er hinter einem Busch ein Grab entdeckte, das noch recht frisch aussah. Auf dem ersten Blick sah er wie das Grab eines Menschen aus, aber aus der Erde leuchtete es, als ob blendende, funkelnde Strahlen herausblitzten. »Mamanda, Makumbi, komm schnell, hierher! Sieh nur, was ist da nur in diesem Grab?« Als der Makumbumi seinen Herrn rufen hörte, kam er herbei. Er war erstaunt, denn trotz seines hohen Alters sah er zum ersten Mal ein Grab, das leuchtete und den Blick blendende Strahlen ausschickte. »Verzeiht, Herr«, sagte er ehrerbietig, »ich weiß nicht, was für ein Grab das ist. Ob es ein Edelsteingrab ist?« Aus Neugier näherte sich der Herrscher nun dem Grab und stocherte mit seinem Schwert herum. Je länger er stocherte, umso tiefer kam er. Schließlich spießte er ein weißes Tuch mit schwarzen Flecken auf, das aussah, als sei es mit Blut befleckt worden. »Was für ein Tuch ist das nur?«, fragte der Herrscher, wobei er es aufhob. Aber der Makumbumi wusste es nicht. Schnell öffnete der Herrscher das gefaltete Tuch. Er fand nichts weiter als kleine Knochensplitter mit geronnenem Blut. Schweigend überlegte die zwei. Der ganze Wald war wie ausgestorben. Gleichzeitig blickten sich die Würdenträger an. Aber ihre Gedanken blieben unklar. In die Stille hinein war plötzlich die Stimme eines Vogels zu hören, der hoch auf einem Zweig des schattenigen Baumes saß. So als wolle er sagen, »Lebe!
Lebe, lebe, bleiche Prinzessin aus dem Traum, mit ganzem Herzen gehorsame Prinzessin, zum Tode treue Prinzessin, lebe, lebe, lebe. Immer verwirrter hörte der Herrscher die Stimme des Vogels. Aber der alte und weise Makumbumi verstand sofort, dass der Vogel ihnen ein Zeichen geben wollte. Er nahm seinen magischen Fächer, entfaltete das weiße Tuch und trug die Knochensplitter zusammen. Dann sagte er einen Zauberspruch. »Mein Fächer, magischer Fächer, vereine die zerbrochenen Knochen, sammle das vergossene Blut, das geschwundene Fleisch, lass wiederkommen, Seele, flieg wieder zurück. Toter Mensch, lebe wieder!« Die Knochensplitter, die vor dem geronnenen Blut geschmiert waren, wurden größer und größer. Dann vereinten sie sich und bildeten ein unversehrtes Gerippe. Das Gerippe wurde allmählich mit Fleisch bewachsen. Dann kam die Haut. Schließlich lag auf dem weißen Webtuch ein unvergleichlich schönes Mädchen. Der Makumbumi wedelte ohne Unterlass mit seinem magischen Fächer und rief die Geister. »Mein Fächer, magischer Fächer, von Westen kehrt zurück nach Westen, von Osten kehrt zurück nach Osten, von Süden kehrt zurück nach Süden, von Norden kehrt zurück nach Norden. Sammelt euch in der Mitte, trefft euch am Scheitel, klammert euch ans Herz, festigt euch im Gemüt, geht herunter zur Fußsohle, wirkt im Blut, unversehrter Körper, werde wieder heil. Was lebt, kehre zurück zum Leben. Wache auf, mein magischer Fächer!« Da wurde der seelenlos daliegende Körper sichtbar rot. Das Blut strömte wieder. Die Brust pochte wieder. Lippen und Augen bewegten sich. Füße und Hände bewegten sich. Als das Mädchen die Augen öffnete, sah er vor sich zwei fremde Männer stehen. Sie wurde verlegen und schloss schnell das weiße Webtuch, um ihren Körper zu bedecken. »Wer seid ihr, Herrin, dass ihr euch hier aufhaltet?« sprach sie sanft an. Ihre Stimme klang zart. Der Herrscher setzte sich plötzlich hin. Es gab keinen Zweifel. Dies war die Prinzessin, die immerfort seinen Schlaf gestört hatte, die ihn in dem Traum verfolgt hatte, die ihn verfolgt hatte, wenn er wach war, wohin er auch gegangen war. Der Herrscher war nicht in der Lage, etwas zu sprechen. Der Makumbumi hatte die Veränderung im Gesicht seines Herrn gesehen und nahm ihm schnell und lächelnd die Antwort ab. »Wir sind Jäger, die sich im Wald verirrt haben, aber anders gefragt, wer seid ihr denn, schöne Prinzessin, dass ihr so alleine im Walde seid?« Das Mädchen schüttelte den Kopf, ihr Gesicht wurde rot. »Herr, nennt mich nicht Prinzessin«, sagte sie verlegen. »Ich bin nur ein Kind aus dem Volk. Ich bin die Tochter eines Bauern, der nicht bereit war, sich um sein eigenes Kind zu kümmern.« Der Makumbumi war von ihren Worten angezogen. »Wie heißt ihr denn, Herrin?« »Ich bin von meiner Mutter Puchuk Kalumpang genannt worden.« »Wollt ihr uns die Gründe erzählen, warum ihr hier im Wald seid? Hat man euch misshandelt?« Bewegten Herzens und mit trauerschwerer Stimme berichtete Puchuk Kalumpang, was sie in ihrem Leben erfahren hatte. Als der Herrscher diese sein Herz beklemmende Geschichte hörte, weinte er. Wahrhaftig, diese Prinzessin hatte ihn im Traum flehend um Hilfe angeblickt. Nachdem er sich mit Makumbumi beraten hatte, lud er Puchuk Kalumpang ein, mit zur Hauptstadt zu kommen und dort seine Herrscherin zu werden. Freudigen Herzens nahm Puchuk Kalumpang die Einladung an. Sie kehrte zurück zum Palast und Puchuk Kalumpang wurde die Gemahlin des Herrschers. Ihre Vermählung wurde im ganzen Reich gefeiert. 7 Tage und 7 Nächte dauerte sie. Obwohl Puchuk Kalumpang nun Herrscherin geworden war und im Glück lebte, vergaß sie nicht die alte Frau, die ihre Ziehmutter gewesen war, und auch nicht ihre leibliche Mutter. Mit Billigung des Herrschers wurden sie in den Palast gebracht, um dort glücklich zu leben.
Der Bauer aber, ihr verbrecherischer Vater, wurde mit der schärfsten Strafe der Verbannung belegt. Djeluk wurde getötet. Seitdem lebt Putjukalumpang glücklich an der Seite ihres Gemahls, des jungen, stattlichen und klugen Herrschers, gemeinsam mit den beiden Frauen, die sie sehr liebte und von denen sie ebenso geliebt wurde, mit ihrer richtigen Mutter und mit ihrer Ziehmutter.